Hallo und herzlich willkommen zu Thief. Mein neues Let's Play. Also Thief oder Thief 4. Es ist der vierte Teil aus einer Reihe von Schleichshootern. Allerdings müsst ihr die ersten drei Teile nicht kennen. Ich kenne auch die ersten zwei nicht. Den dritten Teil, Thief Deadly Shadows, habe ich Let's Played. Könnt ihr, wenn es euch interessiert, auf meinem Kanal finden. Ansonsten aber ist das hier storymäßig dann jetzt was Neues. Ich kenne die Story auch noch nicht. Wen ich kenne, ist der Meisterdieb Garrett und das ist die Hauptperson, die wir auch spielen werden. Ich starte ein neues Spiel, ich habe mal kurz angetestet, ich musste einige Aufnahmetests machen, kenne also jetzt erst ein paar Minuten vom Spiel, mehr aber nicht, das heißt, der Rest von dem Spiel ist für mich blind. Und ich habe mich für den Schwierigkeitsgrad Dieb entschieden. Eine normale Balance für erfahrene Diebe, die gerne ein gewisses Risiko eingehen. Gegner sind fähig und aufmerksam, Ressourcen sind erschwinglich und ausreichend vorhanden. Das andere, eins niedriger, wäre Schurke. Braucht man, glaube ich, nicht. Das Spiel ist, glaube ich, so einfach genug. Man kann auch Meister wählen, schwere Zeiten für Diebe, die denken, dass allein die Herausforderung zählt. Gegner sind tödlich und Zivilisten dürfen nicht K.O. geschlagen oder getötet werden. K.O. schlagen werde ich wahrscheinlich schon töten, vielleicht eher weniger. Und man kann dann noch eine personalisierte Erfahrung für Diebe, die gerne selbst sagen, was, wo es lang geht, machen. Da kann man mit verschiedenen Einstellungen dann rumspielen, das kenne ich allerdings auch noch nicht. Wir legen jetzt aber mit dem Schwierigkeitsgrad Dieb los. Finde ich sehr passend. Eine Sache hat mich diese Stadt gelehrt. Alles hat seinen Preis. Geheimnisse, ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? Prolog, der Fall. Abend des Midsommertagfests. Ja, da eben haben wir Garrett gehört. Der wird ab und zu mal ein bisschen das Spiel kommentieren. Falls ihr da ein bisschen zu oft reinredet und wir uns sozusagen dauernd ins Wort fallen, werde ich es eventuell abstellen müssen. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie es so läuft. Wir sind hier in einem Zimmer von jemandem, der wohl leicht betrunken auf dem Bett zusammengeklappt ist. Und wir nehmen jetzt einfach alles mit, was da so blinkt und Beute für uns ist. Können hier noch die Kerze ausmachen? Hier ist es zu hell. Ja, dunkel ist besser für einen Dieb. Machen wir es uns etwas gemütlicher. Und ich habe gemerkt, jetzt geht's hier. Wenn man so in die Flaschen stößt, macht es Krach. Aber es weckt ihn nicht auf. Haben wir nochmal Glück gehabt. Hat der eigentlich irgendwas bei sich? Das habe ich bei meinem Antesten gar nicht geguckt. Ich mache nur noch mehr Lärm damit. Auf jeden Fall hat er da ein Messer. Okay. Ist das noch ein Rest Wurst hier? Brot? Und dann hier. Eine Untertasse. Eine Teetasse. Das sind wohl sehr wertvolle, sehr wertvolles Geschirr. Na gut. Eine Taschenuhr. Und dann können wir hier die Schränke und Schubladen öffnen. Und draußen hören wir die Musik vom Fest. Durch das Fenster dringen. Also wie gesagt, die ersten paar Minuten kenne ich schon. Ich weiß, dass ich hier alles öffnen und rausholen kann. Wobei ich glaube, wir müssen nicht unbedingt schleichen. Das gilt jetzt so ein bisschen wie so ein Tutorial. Das brauche ich auch, denn wie gesagt, ich habe es ja auch noch nicht gespielt. Kam ja auch gratis raus. Und ich bin froh, dass ich es überhaupt zum Laufen bekommen habe. Wer mein Ankündigungsvideo gesehen hat, weiß Bescheid. Ich hatte einige Probleme. Jetzt scheint es aber einigermaßen zu gehen. So, da den Kerzenhalter noch. Und dann war's das. Ich hoffe, ihr seid nicht so bewegungsempfindlich. Ich versuche, die Kamera möglichst ruhig zu halten, aber Garrett hat halt so ein bisschen so einen wankenden Gang. Das wurde so ein bisschen
imitiert diese Bewegung. Ich mag das nicht so gerne, wenn Spiele sowas machen, aber gut. Mir wird's auch schnell mal schlecht bei, aber ich hoffe, ihr seid alle da nicht so empfindlich. Die Leertaste drücken, um auf Hindernisse zu klettern. Das machen wir. Wir können nämlich jetzt raus aus dem Fenster. Und nicht fallen. Nicht runterfallen. Da können wir uns die Gäste anschauen. Und dann mal darüber. Wir sehen hier so ein bisschen was blau. Damit können wir interagieren. Das Spiel gibt uns also sehr viele Hilfen. Das kann man aber sich auch ausschalten, wenn man das nicht so mag. Aber jetzt im Tutorial ist das vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn ich das Spiel noch nicht so kenne. So, für das erste Mal durchspielen geht das schon. Und wir sind jetzt auf dem Dachboden. Irgendwo bei der Auldale-Brücke. Plötzliche Bewegungen in der Nähe von Vögeln führen dazu, dass sie sämtliche Personen in der Nähe alarmieren. Ja, herrlich, ne? Hier Haufen Vögel. Dann wollen wir mal ganz vorsichtig weiter. Ich muss gerade mal die Taste... Ah ja, das war Steuerung. Da können wir noch langsamer. Allerdings wankt der dann auch noch mehr. Ganz ruhig bleiben. Da war wohl jemand Vögel. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Genau, das Gemälde da vorne, das gruselige. Schauen wir uns gleich näher an. Aber erstmal weiter langsam hier durch. Okay. Wunderhübsch. Bewege die Maus, um nach versteckten Schaltern hinterm Rahmen zu suchen. Drücke E, um sie zu bestätigen. Das fand ich ziemlich cool. Da können wir hier so rechts und links und dann können wir den ganzen Rahmen abfahren mit der Maus und nach unten und den Schalter suchen. Ich weiß schon, wo er ist. Und zwar hier. Da leuchtet dann in der Mitte in diesem weißen Kreis was auf. Und jetzt dürfen wir noch Schloss knacken. Das finde ich auch ganz nett gemacht. Auf jeden Fall leichter als bei Skyrim. Maus drehen und sobald der Kreis hell wird, E drücken. Und hier mit dem Beutestück. Eine hübsche rote Kette. Was zum... Da rennt jemand. Tja, im Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. Okay. Das hat die Vögel ganz wild gemacht. Da ist jemand über uns hergerannt. Wir können jetzt mit F1 schauen, dass wir gerade ein Sammlerstück eingesammelt haben. Eins haben wir gefunden. Wir können uns hier auch Spielfortschritte angucken, Ziele, Dokumente und die Karte. So, und wer auch immer das war, ist in die Richtung über die Dächer. Wollen wir mal hinterher. Straße der Diebe. Und das sieht doch richtig gut aus. Schöner Sonnenaufgang. Oder Untergang. Ich vermute Aufgang. Da haben wir noch ein Kästchen. Mit einem Seilpfeil. Drücke 8, um einen Seilpfeil auszurüsten. Und halte linke Maustaste, um den Bogen zu spannen und loslassen, um das abzuschießen. Und mit Z können wir beobachten. Da wird uns angezeigt, wo wir hin müssen. Also dann wollen wir mal den Bogen zücken, anvisieren und loslassen. Okay, dann jetzt, ich glaube, ich stehe lieber auf zum Springen. Das Seil sieht man ein bisschen schlecht vor dem Haus. Dahin. Und springen. Oh Gott. Ich dachte ganz kurz, er würde vorbeispringen. Hinauf in die Wolken. Und da steht ja. Aaron. Natürlich. Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Besso hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert.
Komm schon, das wird wie früher. Neues Ziel, folge Aaron. Halte in Bewegung umschalten, um zu laufen. Okay, und springen. Jetzt geht's. Spring einfach rüber. Schnell. Ich hab's geschafft. Hey. Das fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Klappt gut. Zack. Und ui. Weich gelandet. Schön, dass du es geschafft hast. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war oder weil sie Spaß gemacht hat? Geht nicht auch beides? Komm schon, erledigen wir Bessos Auftrag. Mehr davon. Lichtkristall. Der Lichtkristall in der linken unteren Bildschirmecke zeigt an, ob du zu sehen oder in Schatten verborgen bist. Stehst du im Schatten, bist du schlechter zu sehen. Schlechter zu sehen ist immer gut und da werden wir natürlich dann auch nicht so leicht erkannt. Entdeckt bei Wachen und Zivilisten und so weiter. Also hier links unten. Wenn es leuchtet, sind wir im Hellen. Wenn es dunkel ist, ist es in Ordnung. Neues Ziel. Finde Bassos Instruktion am üblichen Ort. Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich nur umgesehen. Ich weiß, du gehst gerne voraus. Wir schleichen hinterher. Jetzt sind wir im Schatten. Ich kann es nochmal demonstrieren. Links unten. Achtet mal auf den Kristall. Für die, die es noch nicht kennen. Und hier sind wir im Licht. Das sollte man also im Auge behalten. Und hier können wir uns schön um die Ecke anschauen, wer da läuft. Die Wachen gehen aber da vorne um die Ecke und war nicht hier irgendwie noch Beute? Ja, eine Schere, auch immer eine Schere Beute ist. Aber ich nehme alles mit, was Gold wert ist. Und da liegt noch was. Eine Geldbörse. Du solltest dir auch so ein Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Da komme ich dann wohl nicht weiter. Laden wir ab, bevor der Mitsommertag vorbei ist. Warum trinken wir nicht erst noch einen Schluck? Wir können den Karren nicht einfach stehen lassen. Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Genau wie die Wachen. Ich will nicht wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren. Tja, ich liege nicht betrunken irgendwo unterm Tisch. Sie ist da ganz katzenhaft da hochgesprungen mit so einer Kralle. Und die haben wir noch nicht, deswegen müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Jetzt haben wir hier das Problem, da steht jemand, die drehen uns aber den Rücken zu. Und gefährlicher sind die beiden. Das habe ich bei meinem ersten Anspielen schon gemerkt. Was aber geklappt hat, ist schnell mal durchrennen durch das Licht und wieder ducken. Und das haben die dann kaum mitbekommen. Ich möchte aber trotzdem da Beute haben. Ganz schnell mal nehmen. Und da ist noch was. Und der nächste Becher. Leertaste, um die Leiter zu benutzen. Geralt, komm schon! Bin ja schon da. Nicht hetzen. Gefällt dir die Kralle? Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erstmal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Geralt. Alles, was zählt, ist die Beute. Oh, ich dachte, wir sind hier für Sightseeing, ne? Schaut mal da, ein Glockenturm. Ist der nicht hübsch? Okay, gut, dann wollen wir mal da runter. Spring einfach. Du klaust aber schon noch, oder? Ich hab schon gestohlen, als du noch in den Windeln lagst. Das ist der Geralt, den ich kenne. Wie wär's mit einem Wettkampf? Wer am meisten einsackt, gewinnt. Da machen wir doch mit. Kein Problem. Erstmal da runter. Gucken, da ist keiner. So, drücke R, um Gegenstände mit dem Schlagstock zu zerstören. Ein Schlagstock haben wir schon. Praktisch. Und hoch da. Da haben wir jetzt ein bisschen Lärm gemacht. Das hat jemand mitbekommen in seiner Wohnung. Sieh mal, was ich gefunden habe.
Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht? Ich weiß nicht. Weil es zu gefährlich ist. So, rüber da. Und dann wollen wir doch mal... Sie hat einen Vorsprung, sie hat schon was geklaut. Da ist immer nichts drin, ist ja scheiße. Oh, hier so eine Schere. Toll. Und leer. Verdammt. Wir müssen doch gewinnen. Halte E, um durch Schlüssellöcher zu spähen. Die Tür hat kein Schloss und keine Klinke. Das heißt, da können wir auch gar nicht rein. Ein Armreif, sehr schön. Aber diese Tür. Also erstmal lang halten. An Orten, an denen ich nicht willkommen bin, versuche ich nicht aufzufallen. Und davon gibt es eine Menge. Niemand zu sehen. So, dann knacken wir das Schloss. Na, da. Ah. Ich bin ja anständig und mache immer alle Türen und Schränke zu. Ich weiß nicht, ob das irgendwie später mal eine Rolle spielt, ob man Sachen zumacht, irgendwie um weniger aufzufallen oder sowas. Keine Ahnung. Ich mach's einfach mal. Wahrscheinlich nervt's mich irgendwann mal, dann mach ich's nicht mehr. Ein Teleskop. Rechts auf dem Tisch liegt eine Nachricht. Ich möchte aber erstmal hier die Sachen durchgehen. Ein Tintenfass, natürlich. Ich nehme alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Und da schon wieder dieses Bild. Na gut. Neues Dokument. Es schwer, in dieser Gegend ein Geheimnis zu wahren. Lesen wir mal das Dokument. Prolog und Tagebuch des Voyeurs. Madame Flowers. Beziehung zu Wachmann wieder fortgesetzt. Ehemann immer noch absent. Anonymen Brief abschicken. Mr. Fragezeichen. Wohnung auf der anderen Straßenseite angemietet. Im unteren Stockwerk muss sich ein verborgener Wandtresor befinden. Links von der Treppe ständig gehen wertvolle Gegenstände durch seine Hände, aber ich sehe nie genau, wo er sie versteckt. Wusste doch, dass er nichts Gutes vorhat. Paxman, nichts seit mehreren Tagen. Verstorben? Habe nie Verwandte gesehen. Geld für Erben? Okay, da hat jemand sich aufgeschrieben, wo es was zu finden gibt. Können auch die Karte so einblenden. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir haben ja überall Marker, wo wir hin müssen. Ach, da gibt's noch was. Schöne große Truhe. Und da haben wir einen Becher und einen Ring. Wenn du schon wie ein Wachmann auf die Straße pinkelst, geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Komm schon, kosten wir mal diese Entenflügel. Ja, Entenflügel klingt lecker. Ich will auch Entenflügel. Ja, da durften wir gerade beim Pissen zusehen. Dankeschön. Sie hat sich übrigens ganz anständig abgewendet. Wir nicht. Und da können wir das nächste Fenster aufbrechen. Und komm schon. Auf. Ventilator. Ja, das ist schon leer geräumt. Verdammt, da war sie schneller als wir. Und da haben wir einen Vogel. Wenn wir da jetzt näher kommen, glaube ich, können wir ihn aufschrecken. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich schleiche mich lieber vorbei. Aber nicht, bevor wir den Schrank nicht ausgeräumt haben. Nichts. Mist. Wir haben so wenig Sachen in ihren Schränken. Sehr bedauerlich. Wie viel hast du gestohlen?
Es geht nicht um wie viel, sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftstein-Ding, das Besso will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Was heißt hier bloß ein Dieb? Wir sind ein Meisterdieb. Neues Ziel, schleiche durch die Gärten. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Ach, die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Was eine Lache. Okay, das Licht funktioniert teilweise nicht. Das ist aber für uns natürlich sehr von Vorteil. Und ich denke, hier ist ein schöner Moment, um mal eine kleine Pause einzulegen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge ein. Und dann sehen wir uns, hören wir uns wieder bei Thief.